keine Stärkung. Ah, da bist du. Es wird dich sicherlich freuen zu hören, dass der Junge wach ist und bei guter Gesundheit zu sein scheint. Zumindest körperlich. Es gibt nämlich einen kleinen Haken bei der Sache. Er hat keine Erinnerung daran, wo er herkam oder wie er in dem Nichts gelandet sein könnte. Genau genommen kann er sich an nichts anderes als seinen Namen erinnern. Taina. Er scheint aber ein guter Junge zu sein. Isst meine lausigen Kochkünste mit einem Lächeln und beschwert sich mit keinem Wort. Doch ich vermute, in seinem Inneren sieht es ganz anders aus. Wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder zu seinen Eltern bringen. Ich habe ihm vorgeschlagen, einen kleinen Spaziergang in Mordzog zu machen. In der Hoffnung, dass dabei etwas seiner Erinnerungen weckt. Wer kann nicht weit gekommen sein? Warum schaust du nicht mal nach ihm? Sag nichts. Du bist diejenige, die mich aus der Sphäre gerettet hat, oder? Ich verspüre dieselbe Wärme von dir wie zuvor, als du mir mit dem Ätherfluss einen Weg aus dem Nichts gezeigt hast. Na, sieh mal einer an. Der Junge ist nicht auf den Kopf gefallen. Wasser. Und das ist noch nicht alles. Der Pfleger, der ihn untersucht hat, sagte, er könne eine große Kraft in ihm spüren. Trotz seiner jungen Jahre scheint Taina über bemerkenswerte Fähigkeiten in den magischen Künsten zu verfügen. Vielleicht tue ich das, aber ich kann es wirklich nicht sagen. So sehr ich es auch versuche, ich kann mich nicht daran erinnern, wer ich bin oder wo ich herkomme. Da ist nur Finsternis. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, Junge. Es war eine große Leistung, zu uns zurückzufinden. Kannst du dich denn an irgendwas erinnern, das du empfunden hast, als du durch das Nichts getrieben bist? Daran erinnere ich mich, oder zumindest denke ich, mich erinnern zu können. Ich weiß noch, wie ich das vage Gefühl hatte, jemanden würde an mir vorbeiziehen. Ich glaube, das war es, was mich aus meinem Schlummer gerissen hat. Wenn die Sphären wirklich Tore zwischen Dimensionen sind, dann würde das bedeuten, dass jemand vor kurzem von unserer Welt zu einer anderen gereist ist. Oder von einer anderen Welt zu unseren. Unserer. Aber das ist unmöglich, oder? Du wärst überrascht. Ja, ich meine, weißt du etwas, das ich nicht weiß, meine Liebe? Keine Sorge, ich werde nicht weiter nachbohren. Naja, zwischen den Dimensionen reisen ist ja gar nicht mal so... Ja. Nun, es macht wohl keinen Sinn, uns den Kopf über Dinge zu zerbrechen, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was wir tun können. Nämlich, dem Jungen hier ein Zuhause zu finden. Seine Erinnerungen werden sicherlich im Laufe der Zeit zurückkommen. Das würdet ihr wirklich tun? Für mich? Aber ihr beiden habt doch bereits mein Leben gerettet. Ich möchte euch nicht weiter zur Last fallen. Ha, das ist doch keine Last. Außerdem, wenn wir herausfinden, wer du bist und wo du herkommst, dann führt uns das womöglich zu den Antworten, die wir suchen.
Also betrachten wir mal die Option. Eine Möglichkeit wäre, dass du eine Waise bist. Ganz allein auf der Welt, ohne dass sich jemand um dich kümmern würde. Das ist jedoch unwahrscheinlich. Deine mystischen Kräfte sprechen dagegen. Wenn du wahrlich so magisch begabt bist, wie die Pfleger behaupten, dann ist davon auszugehen, dass jemand dich in diesen Künsten unterrichtet hat. Wer das war und ob es sich um einen Verwandten oder lediglich einen Vormund handelte, vermag ich nicht zu sagen. Ich bin mir jedoch sicher, dass sich jemand gerade große Sorgen um dich macht. Und was ist, wenn der Kurze ein Nachfahre von dem Frey, Ney, was auch immer ist? Wenn dem wirklich so ist, dann würde ich diese Person auch sehr gerne treffen. Dann sind wir uns ja einig. An die Arbeit. Ich habe mir erlaubt, Erkundigungen in Mod Soak und in Crystarium einzuholen. Leider gab es dort keine Berichte über vermisste Personen, auf die deine Beschreibung passen würde. Daher bleibt uns keine Wahl, als die Suche anderswo fortzusetzen. Ich kenne einen Händler hier, der oft weite Reisen unternimmt. Lasst uns mit ihm reden und sehen, ob ihm irgendwelche hilfreichen Gerüchte zu Ohren gekommen sind. Gerüchte über einen vermissten Jungen? Das ist ja ein komischer Zufall. Es ist zwar ein wenig weit hergeholt, aber ich habe neulich etwas gehört, das euch weiterhelfen könnte. Auf meinem Weg nach Mordsoak habe ich in der Ruhestätte vor der langen Reise Halt gemacht. Dort habe ich einen kranken Magier getroffen. Die Pfleger erzählten, dass er von einem Sündenvertilger angegriffen und während des Kampfes von seinem Kind getrennt worden sei. Könnte das etwa, wenn der Sündenvertilger, der diesen armen Mann angegriffen hat, Phronesis war, würde das alles erklären? Dieser Mann, von dem du da sprichst, könnte das mein Vater sein? Wir müssen sofort zu ihm. In der Tat, ich hoffe nur, der Mann ist... Nein, es bringt nichts, das Schlimmste anzunehmen. Lasst uns zu Ruhstadt vor der langen Reise aufbrechen und schauen, was die Pfleger dort uns erzählen können. Diese Musik ist so. Einfach zum Genießen. Also ich finde auch Shadowbringer hat die geilsten Soundtrack. Von allen. Shadowbringer ist auch das beliebteste Add-on von allen. Hallo, ich habe gehört, ihr habt einen Magier hier, der seinen Jungen verloren hat. Nun, ich glaube, es ist dieser hier. Ich fürchte, da liegt eine Verwechslung vor. Der fragliche Junge wurde bereits gefunden. Das ist er hier neben mir. Was? Dann war es am Ende gar nicht mein Vater. Dieser Junge wurde er auch von seiner Familie getrennt? So ist es.
Wir hörten, dass ein Mann hier auf der Suche nach seinem Sohn sei und hatten gehofft, nun leider sollte es nicht so sein. Aber hier sind doch sehr viele Leute, oder? Dürfte ich wohl herumfragen und sehen, ob jemand davon zu mir gehören könnte? Ah, natürlich doch. Allerdings sind viele der Leute hier ziemlich krank und leiden zumeist an starken Schmerzen. Das ist kein Ort für ein junges Kind, um ganz allein herumzulaufen. In der Tat, ich vermute, das bedeutet, dass entweder ich selbst oder Murasaki ihn begleiten sollten. Okay, mach du den Anfang. Ich werde mit ihm gehen. Ein kleiner Spaziergang wird mir dabei helfen, auf andere Gedanken zu kommen. Keine schlechte Idee, wenn es dir nichts ausmacht, Kleiner. Ich nehme an, Tainer wäre es lieber, mit jemandem seines Alters umherzuziehen. Auf andere Gedanken kommen? Wo wir davon reden? Wie geht's denn dem Vater des Jungen? Ich fürchte, der arme Mann ist bereits zu seiner Reise aufgebrochen. Er weilt nicht länger unter uns. Deswegen war der Junge auch so traurig. Der Junge bestand darauf, bis zuletzt an der Seite seines Vaters zu bleiben. Aus Respekt vor dem Jungen habe ich das gestattet. Aber ein Teil von mir bereut diese Entscheidung. Ein so junges Kind sollte nicht solch ein Elend mit ansehen müssen. Es war ein kleiner Trost für mich, zu erfahren, dass der Junge Verwandte hat, die in Crystarium leben. Genau genommen war ich gerade dabei, Vorbereitungen zu treffen, um ihn dort zu begleiten. Ich nehme an, wir sollten auch jemanden finden, der sich um Tainer kümmern kann. Versteh mich nicht falsch, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, die Familie des Jungen zu finden. Aber wir haben keine anderen Hinweise und da draußen treibt noch immer ein tödlicher Sündenvertilger sein Unwesen. Wenn der Junge uns auf Schritt und Tritt verfolgt, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass er dabei sein Leben lässt, als dass er jemals mit seiner Familie wieder vereint wird. Hier ist mein Vorschlag. Wir finden jemanden, der sich vorübergehend um Tainer kümmert. Machen uns wieder auf die Jagd und sammeln dabei weitere Hinweise auf die Herkunft des Jungen. Also gut, aber wir müssen zusehen, dass er in Sicherheit ist. Ja, das versteht sich von selbst. Wir sollten uns mal den Besitzer vom Sternenhagel unterhalten. Er ist ein recht netter Typ und kennt so gut wie jeden. Mit ein bisschen Glück kann er uns womöglich einen geeigneten Vormund nennen. Sieh mal, mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber es ist das Beste, was wir unter diesen Umständen für den Jungen tun können. Lasst uns ihn finden und die Neuigkeiten mit ihm teilen. Keine Sorge, es ist meine Entscheidung und ich werde die volle Verantwortung dafür übernehmen. Schlechte Neuigkeit, meine Liebe. Anscheinend haben sich die beiden Jungs gestritten und Tainer ist abgehauen. Oh, was zum? Er hat wohl erwähnt, dass er aus einer der Sphären gekommen sei. Der Junge hier ist nicht dumm und hat schnell realisiert, dass Tainer von einem Sündenvertilger angegriffen worden war. Dann habe ich gesagt, mein Vater wurde von einem Sündenvertilger angegriffen und dann hat er sich selbst in einen verwandelt. Also habe ich gefragt, was wenn du dich auch in einen Sündenvertilger verwandelst? Tainers Gesicht wurde ganz blass und er meinte nur noch, was meinst du? Was meinst du? Er hat es andauernd wiederholt, immer wieder. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen.
Ehe ich mich versah, habe ich ihn angeschrien: Halt den Mund! Ich wette, du bist schon dabei, dich in einen Sündenvertilger zu verwandeln. Warum habe ich nur so etwas Schreckliches gesagt? Geh nicht so hart mit dir ins Gericht, Junge. Tena und du habt es nicht leicht gehabt die letzten Tage. Niemand würde euch dafür Vorwürfe machen, emotional nicht ganz auf der Höhe zu sein. Neun Missionen noch? Ja, dann nice. Aber wir haben schon 10 Uhr. Heute schaffst du es nicht mehr. Leider. Und ich würde sagen, wir machen am Samstag die Raids weiter, ha? Hast du auch mehr Zeit? Doch wir müssen uns beeilen und den Jungen finden, bevor er noch zu Schaden kommt. Wir sollten uns aufteilen. Ich suche im Süden und du übernimmst den Norden. Und sei vorsichtig da draußen. Dann kannst du auch nebenbei noch das Gaia suchten. Ja, ich habe keinen Urlaub, also kann ich nicht länger. Ich mach doch eh nur bis 10. Ich habe Woche 2 frei, ja. Also wenn sich nichts ändert. Es kann nämlich immer noch sein, dass auf der Arbeit dann gesagt wird, so, ab nächster Woche normalisiert sich hier wieder alles. Aber ich tippe mal, dass vielleicht auch Nee, wie gesagt, es kann sich was ändern, weil wir sind alle geimpft, zweimal. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die erst sagen, lassen wir das Jahr noch ablaufen. Und dann im nächsten Jahr kommen sie dann alle nach den Ferien wieder. Es kann nämlich auch passieren, dass sie das machen, so machen. Diese Musik ist so schön, ne? Hier gibt's immer noch Sündenvertilger, das ist doch nicht ernst hier. Eine Suchtwoche durchziehen. Ja, wer weiß, vielleicht bist du bis dahin ja schon ein Shadowbringer. Kann man noch mehr Raids machen. Als ich die Kampfgeräusche hörte, habe ich schon das Schlimmste befürchtet, aber ich sehe, du hast alles unter Kontrolle. Ist alles in Ordnung? Verzeih mir, ihr seid viel zu gut zu mir. Ich hatte bloß solche Angst. Ich habe mir Sorgen gemacht, was aus mir werden würde, wenn ich meine Erinnerung nie wieder erlangen könnte. Und dann kam mir der Gedanke, dass ich womöglich so enden könnte wie der Vater dieses Jungen. Was, wenn dies bereits mit mir geschieht? Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Junge. Der Pfleger, der dich untersucht hat, hat mir das bestätigt. Du hast keine Verletzungen gehabt. Du bist also genau so wenig gefährdet, zu einem Sündenvertilger zu werden, wie Murasaki oder ich.
Ich kann nicht zu einem werden. Ich bin die Kriegerin der Dunkelheit, des Lichts, wie auch immer. Ist das so? Das freut mich zu hören. Aber ich muss mich bei dem Jungen entschuldigen. Ich hätte es besser wissen sollen, als ihn so zu triezen. Besonders nach dem, was seinem Vater zugestoßen ist. Ich muss sagen, der hat auch einen geilen Bogen, ne? Das ist ja lustig. Der Junge hat genau das gleiche gesagt. Ihr seid beide gute Seelen. Und du hast mehr durchgemacht, als jeder sollte. Es gibt keinen Grund, dich für deine Gefühle zu schämen. Es gibt immer noch so viel in dieser Welt, was ich nicht verstehe. Wieso kennt mich hier niemand? Bin ich dazu verdammt, bis ans Ende meines Lebens alleine zu sein? Was ist, wenn er aus unserer Welt kommt? Warum muss das so sein? Wenn ich mich doch nur an etwas erinnern könnte. Irgendwas. Ich bin es leid, nicht zu wissen, wer ich bin. Ich bin es leid, allein zu sein. Oh, wir haben eine Vision. Werden wir erfahren, wer der Junge wirklich ist? Tatsache. Warte mal, was? Jetzt bist du an der Reihe, Tainer. Und lass dich von deinem letzten Versuch nicht entmutigen. Selbst die größten Magier leiden mal Fehlschläge. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Könnte das unser Sündenvertilger sein? Wir wissen ja nie, wie weit zurück wir immer blicken. Kann es auch sein, dass der Sündenvertilger, also diese Tugend, jetzt so also der hat ja noch irgendwie im Inneren hat er noch so ein kleines Bewusstsein, weswegen er auch diese Sphären wahrscheinlich erscheinen lässt. Er versucht wahrscheinlich seinen Freund zu retten. Seinen Lea Buddy, könnte ich mir vorstellen. Deine Beherrschung der Magie steht meiner in nichts nach. Wenn ich es kann, gibt es keinen Grund, warum es dir nicht auch gelingen könnten sollte. Befreie deinen Geist und so von Sorgen und konzentriere dich. Vielen Dank, Nilbert. Okay, das zerschlägt alles wieder. Ich werde mein Bestes geben. Oder ist der Meister von ihm? Der Sündenvertilger. Was zur? Alles in Ordnung, Murasaki? Ich erinnere mich jetzt. Ich stand hier auf dieser kargen Ebene. Mit gesenktem Haupt, ob der Schmach. Dann richtete sich Nilbert mit einem Lächeln und aufmunternden Worten an mich. Das heißt, das, was wir gesehen haben, hat er gerade sich erinnern können. Nilbert? Warum kommt mir der Name so bekannt vor? Ich nehme an, wir haben viel zu bereden, aber nicht in einer von Sündenvertilgern befallenen Ödnis. Lasst uns zur Ruhestadt zurückkehren und versuchen, dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Es wird jetzt sehr interessant. Die haben auf jeden Fall eine Verbindung.
Wir wissen ja nicht, wie der Sündenvertilger unter seinem Hut und Maske aussieht. Wir wissen nicht, ob es ein Elfe oder Human? Nee, Hume. In dieser Welt heißen sie Hume, was ich mega interessant finde. Denn wie heißen die Menschen, die menschliche Rasse in Final Fantasy XII? Hume. Finde ich mega geil. Find's auch interessant, dass die Rhodgar hier in dieser Welt Ronzo Nur die Vieras heißen halt in der Eorzea-Welt Viera und hier heißen sie Vies. Und ich bin keine Mikote hier, ich bin eine Müstel. Was zum Teufel? Dafür fällt mir das Mikote doch besser. Tena, geht's dir gut? Es tut mir so leid. Ich hätte niemals diese schrecklichen Dinge sagen sollen. Verzeih mir, dass ich so überreagiert habe. Mir geht es gut. Genauer gesagt, scheine ich einige meiner Erinnerungen wiedererlangt zu haben. Wirklich? Das ist ja wunderbar. Vielleicht fühlst du dich dann nicht mehr so ängstlich und allein. Ich werde nach Crystarium aufbrechen, um dort mit meinem Verwandten zu leben. Versprich mir, mich mal zu besuchen zu kommen, ja? Ich meine, wenn du deine Erinnerungen wieder hast und so natürlich. Versprochen, bis dann, mein Freund. Was ich auch so an Final Fantasy XIV so genial finde. Es vereint wirklich alle Final Fantasies. Zum Beispiel der Ort Tomra. Der existiert in Final Fantasy, ich weiß nicht, war es jetzt 4 oder 5? Und auch die Zwerge in dem Spiel, die existieren ja hier auch. Nur hier sind es Lalafell. Und ich glaube sogar, dass der Zwiebelritter, den es ja im Teil 3 gibt, der ist auch ein Lalafell. Obwohl es die Rasse Lalafell in 3 gar nicht gibt. Aber weil er so klein ist, passt das wieder. Also es gibt so schon voll viele Verbindungen zu anderen Final Fantasy. Zum Beispiel die Ronzos. Die heißen zwar hier auch Rhodgar, aber halt hier in dieser Welt heißen sie Ronzo und. Ich habe hier einen gebastelt und der sieht auch aus wie Kimari. Und das ist schon wieder so eine Verbindung zu Final Fantasy XII. Also es ist schon mega geil gemacht. Mega geil. Oder Doma. Ein Ort aus Final Fantasy VI. Oder Dalmasca, Fran, Final Fantasy XII. Also es ist, als würden hier alle Final Fantasy Welten aufeinanderprallen. Und das ist noch nicht mal unlogisch. Die Welten von Final Fantasy, die kann man als Paralleluniversum erklären. Sprich, wenn man Dimensionen überwinden kann, dann kann auch eine Murasaki auf einmal auf einen Cloud oder einen Squall treffen. Wie Noctis zum Beispiel oder Lightning aus einer anderen Welt stammen. Irgendwann tauchen wir auf in einer Splitterwelt und auf einmal steht da Midgar, wer weiß. Alles ist möglich. Ich weiß nicht, es gibt glaube ich 6 Splitterwelten, die noch existieren. 13 gab es insgesamt. Warte, lass mich mal rechnen. 13. 7 sind durch. Also pro Katastrophe ist eine Splitterwelt zerstört worden. Oh, das ist so kompliziert, aber so mega geil gemacht. Deswegen ist für mich Final Fantasy XIV das beste Final Fantasy überhaupt. Weil es halt eben alle Teile vereint.
wusste, dass ihr euch wieder vertragen würdet. Nun lasst uns nach Mordsoak zurückkehren. Wir haben viele Fragen zu beantworten. So wie ich das sehe, bist du zunächst plötzlich ohnmächtig geworden. Als du wieder zu dir kamst, war ein Teil von Taynas Erinnerungen wiederhergestellt. Was um alles in der Welt ist da draußen passiert? Die Kraft, in die Vergangenheit zu blicken, wie? Das finde ich auch so cool. Wir haben die Kraft, in die Vergangenheit zu blicken, und Mikoto in Bossia hat es umgekehrt. Sie hatte Visionen von der Zukunft. Ist auch cool gemacht. Und das sind beides die gleichen Kräfte, ne? Und du bist dir sicher, dass das, was Murasaki beschrieben hat, mit deinen Erinnerungen an die vergangenen Geschehnisse übereinstimmt? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber dieser junge Nilbert, den ihr da erwähnt. Ich wusste es! Er ist niemand geringerer als jener Mann, der zu Phronesis wurde. Einer dieser abscheulichen Krieger des Lichts. Wenn er in deinen Erinnerungen lediglich ein Junge war, bedeutet das, dass die Ereignisse, die du gesehen hast, vor über 100 Jahren stattgefunden haben. Natürlich könnte es einfach nur ein Zufall sein, aber nein, der Name, die beachtliche Beherrschung der Magie, das muss er sein. Auf dem Weg zurück sind mir noch weitere Dinge eingefallen, über Nilbert und mich. Wir wurden von einer Gruppe Magier aufgenommen. Eine Art Vereinigung. Sie waren auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein Tor zu einer anderen Dimension zu öffnen und haben zu diesem Zweck junge Kinder rekrutiert, die über eine hohe magische Begabung verfügten. Nilbert und ich waren die beiden, für die sie sich entschieden. Das meinst du doch nicht ernst? Es würde allerdings erklären, warum der Sündenvertilger diese verdammten Sphären beschwören kann. Und wenn du über das gleiche Wissen und das Training wie Nilbert verfügst, könnte das auch erklären, warum du so lange im Nichts überleben konntest. Aber eine Sache verstehe ich bei dem Ganzen nicht. Warum bist du kein bisschen älter geworden? Nun ja, im Nichts ist die Zeit vielleicht gar nicht verstrichen. Es ist immerhin das Nichts. Da existiert nichts. Nicht einmal Zeit. Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, doch meine Erinnerungen kehren langsam zu mir zurück. Im Laufe der Zeit könnte ich euch vielleicht dabei helfen, die Sphären zu schließen. Das wäre eine große Hilfe für uns. Aber überanstrenge dich nicht. Immerhin bist du noch dabei, dich zu erholen. Mach dir in der Zwischenzeit keine Sorgen, Murasaki. Murasaki und ich werden für deine Sicherheit sorgen. Ach ja, und was ich auch noch so interessant finde, es gibt ja nicht nur die 13 Splitterwelten oder gab, weil halt auch welche vernichtet wurden, gibt es ja auch die Welt des Nichts. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Und es gibt nicht nur die Welt des Nichts, durch die ganze Sache, die ja in Tomra passiert ist, die ganze Nier-Sache, haben wir ja auch erfahren, dass es noch mehr Welten gibt als nur
Die Splitterwelten, die Welt des Nichts und unsere, die ursprüngliche Welt. Ups, nein, nicht überspringen. Es ist auf jeden Fall mega interessant, die ganze Story, die ganze Lore, um da durchzublicken. Kein Wunder, dass das Spiel so mega gut ist mittlerweile. Masaki und ich werden für deine Sicherheit sorgen. Sind wir jetzt das Vormund oder was? Ich dachte, Tainer sei lediglich das Opfer eines Sündenvertilgers. Die Vorstellung, dass er ein Freund von dem Mann war. Damals, als er noch ein Junge war. Das kann kein Zufall sein. Ja, ich bin jetzt davon überzeugt. Der Junge ist der Schlüssel, um Phronesis zu bezwingen. Wir müssen dafür sorgen, dass er in Sicherheit ist und dürfen ihn nicht aus den Augen lassen. Außerdem wäre es herzlos, den armen Kerl zu verstoßen, ehe er wieder zu sich selbst gefunden hat. Doch wir können die Dinge nicht einfach überstürzen. Wir sollten uns beide weiter auf deinen bevorstehenden Kampf vorbereiten. Während wir darauf warten, dass Tainer seine Erinnerungen wiedererlangt. Ich meine natürlich, wenn das in Ordnung für dich ist, Junge. Es tut mir leid, ich kann euch unmöglich weiter zur Last fallen. Hör mal her, ich kenne dich erst seit einer kurzen Weile. Aber ich kann sehen, dass du ein gutes Herz hast und ein kluger Kopf bist. Ich kann mir die Schrecken, die du durchlebt hast, nicht ansatzweise vorstellen, nicht zu erwähnen die Ängste und Ungewissheit, mit denen du nun zu kämpfen hast. Doch ich möchte, dass du mir eins versprichst, keine Schuldgefühle mehr. Du fällst uns nicht zur Last. Nicht im geringsten. Du bist ein wertvolles Mitglied unserer Gruppe. Und solange du bei uns bleiben willst, bist du herzlich willkommen, nicht wahr, Murasaki? Ich verstehe. Vielen Dank, Zerik. Danke, Murasaki. Ich werde euch unterstützen, so gut ich kann. So gefällst du mir schon besser. Wir zählen auf dich, Junge.